Jo. Star Wars Mess in Manchester. Im Gelände vom alten Fußballstadion. Sehr historisch, sehr interessant. War so Wichser, unoffizielle Verlangen der 5 Pfund fürs Parken. Ich habe mir gedacht, sicher nicht mit mir. Bin da ums Eck gefahren und steht da irgendwo am Rand. Und da da keine so gelben Linien sind, doppelte, heißt das, glaube ich, ich darf da stehen. Wir werden sehen. Also, Star Wars, fanmäßig größte Unabhängige der Welt. Angeblich, haben sie laut eigener Aussage, auf jeden Fall nicht von Disney oder so, von Nerds für Nerds. Ich freue mich. History of Star Wars Games, nicht einmal Yoda Story haben sie. Viel Leiber, viel Poster, von Fotos aus den Leuten, oder halt Büdern, die Leute sich nicht selber gemacht haben. Poster von Fotos von Lego-Figuren. Also Star Wars hat ja das ärgste Merchandise. Was so viel Leute verdienen wird mit Fanart. Das ist quasi Meta-Merchandise.
zusätzliche Server gemacht. Ich hab jetzt 5 Pfund pro scheiß Poster. Ich bin schon 4 Stunden da. So, ich hab's rausgeschafft. War auch super, Mist, muss man sagen. Voll schön, was die Leute alles auch da haben. Wie gesagt, als Fans und keine offiziellen. Ja, Höhepunkt war für mich eindeutig das Orchester, was Lieder gespielt hat. War ziemlich schön. So schön. Wirklich schön. Aber geistig bin ich jetzt schon langsam gut vorbereitet auf den nächsten Star Wars Film. Wenn er von Disney ist. Aber es kann ja eigentlich, wenn wir es ehrlich sind, wirklich nicht schlimmer werden als die letzten 3 Filme. Also kann man sich eigentlich nur freuen. Ja, in diesem Sinne, ja.